In dem folgenden Videobeitrag sehen Sie einen sogenannten Fallbericht. Bei einem Epilepsiepatienten wurde das Hirnareal, in dem die Anfälle beginnen, mit einer Kombination aus Laserablation und radiofrequenter Thermoablation verödet. Das Besondere an diesem Fall ist, dass nur durch die Kombination dieser beiden Verfahren eine vollständige Entfernung der Läsion möglich war. Diese Operation mit der Laserablation, das hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil ich sollte vorher operiert werden in einer anderen Klinik mit einer offenen Operation am Kopf, am Gehirn. Und das hat mich sehr abgeschreckt, diese Operationsmethode, weil das ist mir einfach zu gefährlich gewesen, sag ich mal. Und dann habe ich mich erkundigt, wie weit die Technik in Amerika ist. Und da habe ich das nur gesehen, dass da seit 2007 schon mit der Laserablation gearbeitet wird. Und dann habe ich mich informiert, ob das auch in Europa schon zugelassen ist. Dann bin ich auf der Seite von Uniklinik in Magdeburg gekommen und habe das gesehen, dass ich das hier machen lassen könnte. Und dann habe ich mich direkt, sage ich mal, dafür entschieden, weil das ein minimaler Eingriff für mich ist, so sage ich mal. Der Patient hat eine sogenannte mesiale Temporallappenepilepsie. Mesial heißt die Mitte des Gehirns und Temporallappen heißt Schläfenlappen. Das ist das häufigste Epilepsiesyndrom, was es gibt. Vielen Menschen ist nicht klar, dass es sehr viele verschiedene Epilepsiesyndrome gibt. Das ist das Besondere an der Laserchirurgie in der Epileptologie, dass auch andere Epilepsiesyndrome, die man vorher eher keine Operation anbieten konnte oder nur unter sehr schwierigen Bedingungen, dass man denen jetzt eher und leichter eine Operation anbieten kann. Die mesiale Temporallappenepilepsie ist eigentlich das beste untersuchte Epilepsiesyndrom, was man operieren kann. Wenn man so etwas anbietet, dann sollte man am Ort verschiedene Fachkompetenzen vorhalten und die sollten auch eng zusammenarbeiten, so wie das hier der Fall ist. Das heißt, einen ausgewiesenen Epileptologen, das sind neurologische fachärztliche Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Behandlung von Epilepsie und auch der Diagnostik sehr gut auskennen. Und dann auf der anderen Seite neurochirurgische Expertise, in unserem Fall jetzt ganz speziell stereotaktisch neurochirurgische Expertise. Es gibt die Möglichkeit, dass das, was wir anbieten, bei Epilepsien, bei denen der Patient im Bild, also in der Kernspintomographie, eine krankhafte oder einen krankhaften Befund hat, der dann auch am Ende verantwortlich gemacht werden kann für den Beginn der epileptischen Anfälle, gibt es die Möglichkeit, diesen Befund zu entfernen und dann dadurch das Anfallsgeschehen zu stoppen oder deutlich zu bessern. Das kann man einmal machen, indem man klassisch konventionell neurochirurgisch operiert und das dabei rausnimmt. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Hilfe von bestimmter Technik so etwas mittels Hitze zu veröden bzw. vom umgebenden Gewebe abzutrennen, sodass die Anfallsaktivität, die von diesem Befund ausgeht, nicht auf das andere Nervengewebe im Gehirn übergehen kann. 2018 erfolgte die Zulassung des Verfahrens in Deutschland. Insgesamt haben wir mittlerweile 20 Eingriffe hier durchgeführt, davon ungefähr 5, 6 in dieser gestaffelten oder in dieser Kombinationstherapie. Und zurzeit sind wir das einzige Zentrum in Deutschland, das diese Kombination so anbieten kann. Welchen Grund haben wir uns nun dafür entschieden, bei diesem Patienten eine Kombination anzuwenden aus radiofrequenter Ablation und Laserablation? Das haben wir gemeinsam entschieden in einer interdisziplinären Fallkonferenz und es hat was mit den anatomischen Besonderheiten bei diesem Patienten zu tun. Der leidet unter einer nicht läsionellen Temporallappenepilepsie und Ziel der Behandlung ist es, den Komplex aus Amygdala und Hippocampus zu entfernen. Aufgrund besonderer anatomischer Gegebenheiten bei diesen Patienten ist es aber nicht möglich, diese beiden Strukturen in einem singulären Zugang, also in einem einzigen Trajekt aufzufädeln, ohne dass besondere Risiken eingegangen werden. Deswegen, um das Verfahren sicher zu gestalten, hat man sich hier dafür entschieden, zunächst eine Laserablation durchzuführen, um die Amygdala auszuschalten und dann in einem zweiten Eingriff mehrere kleine Radiofrequenzablationen, die dann die restliche Struktur entsprechend läsionieren, ohne dass ein zusätzliches Risiko für den Patienten eingegangen werden muss. Alle 3 bis 5 Wochen hatte ich die ganzen Krämpfe immer und dann kamen immer 5 bis 6 Anfälle hintereinander von den großen Grand-Mal-Anfällen
Und jeder Anfall ging 5 Minuten circa. Dann war ich danach immer, sag ich mal, eine ganze Woche fertig von den ganzen Anfällen. Jetzt wurde ich am 5.4. das erste Mal operiert. Wegen der Schläfenlappenepilepsie habe ich. Weil nach der Operation hatte ich dann 5 Monate keine Anfälle mehr. Der Patient hat auch keine Auren, also keine Wahrnehmung von kleineren Anfällen. Wir hoffen, das bleibt so. Das Langzeitergebnis muss man noch abwarten. Aber im Moment ist er sehr zufrieden mit der Behandlung. Ich habe eine ganz andere Lebensqualität gefunden in der Zeit. Weil die ganzen Monate, jetzt, da war nur ein Anfall innerhalb von 5 Monaten. Und der ging echt eine Minute ganz klein. Und davor waren immer große Grandmalanfälle, 5, 6 Stück hintereinander, die immer wieder kamen. Und da war ich, sag ich mal, richtig eingeschränkt in meinem Leben. Und aber jetzt fühle ich mich sehr, sehr viel besser danach und ich merke keine Nebenwirkungen. Ich habe nichts davon in der Operation jetzt irgendwie, so ich fühle mich wie neu geboren, sage ich mal ehrlich.